Herzlich willkommen bei 5 Rules 5 Hacks. In diesem Video wirst du lernen, wie du mit dem Entwickeln von Smartphone-Apps Geld verdienen kannst. Dafür habe ich einen Experten ans Mikrofon gebeten, der ganz genau weiß, wovon er spricht. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Tom und ich bin Softwareentwickler und nebenberuflich entwickle ich Spiele und Apps für Smartphones. Außerdem gebe ich dir auf meinem Kanal Let's Game Dev Tipps rund um das Entwickeln von Spielen. In diesem Video möchte ich dir erzählen, was du wissen musst, um dir selbst auch ein paar Nebeneinnahmen mit dem Entwickeln von Spielen oder Apps zu ermöglichen. Dabei werde ich dir nicht nur verraten, welche Aufgaben dich bei dieser Reise erwarten, sondern dich auch mit nützlichen Tipps versorgen, damit du einen leichteren Einstieg hast. Also fangen wir gleich an. Schritt 1: Die Aufgabenverteilung. Ein Spiel zu entwickeln ist wie ein Haus zu bauen. Es gibt nicht einen Typen, der alles kann, sondern jeder hat sein Spezialgebiet. So kann man die Tätigkeiten in der Softwareentwicklung grob in folgende Teilbereiche aufgliedern. Die Grafiken. Dazu gehört alles, was du sehen kannst. Jemand muss also bei einem Spiel die Figuren und Hintergründe zeichnen. Auch Animation und Oberflächendesign zählen hierzu. Sound und Musik. Das ist besonders auch für Spiele wichtig. Denn passende Sounds und eine stimmige Hintergrundmusik werten ein Spiel nochmal richtig auf. Game Design. Der Game Designer zeichnet nicht und programmiert auch nicht. Viele fragen sich dann, was er denn überhaupt macht. Er bestimmt, was andere zeichnen und programmieren sollen. Der Game Designer ist der Bestimmer. Er sagt, in welche Richtung es gehen soll. Programmierung. Ohne die Programmierung gäbe es keine Interaktivität. Der Programmierer setzt die Logik der App oder des Spiels um und ist dafür verantwortlich, die Teile der Grafik und des Sounds so zusammenzusetzen, wie es der Game Designer gern hätte. Wenn du allein bist, wirst du dich um all diese Aufgaben kümmern dürfen. Zusätzlich kommt am Ende noch das Marketing hinzu. Das kann ganz schön viel sein und genau darum arbeitet man halt oft in Teams. Entschließt du dich aber, alles allein zu machen, darfst du dich nicht übernehmen. Es ist also von Vorteil, wenn du in möglichst vielen dieser Bereiche bereits Wissen und Erfahrung vorzuweisen hast. Wenn du das nicht hast, gibt es viel zu lernen. Schritt 2: Finde deine Idee. Wenn alles gut läuft, musst du nicht nach einer Idee suchen, sondern die Idee war der Grund, warum du ein Spiel oder eine App entwickeln wolltest. Wichtig ist, dass du dir nicht vornimmst, ein Spiel in der Größe von Candy Crush oder sogar eines AAA-Titels wie Assassin's Creed entwickeln zu wollen. Das sind Projekte, an denen sitzen manchmal hunderte von Menschen für mehrere Jahre und du allein müsstest wirklich sehr, sehr alt werden, um das alles zu schaffen. Versuche also, deine Idee nicht unnötig aufzublähen und schreibe dir auf, was du auf jeden Fall drin haben möchtest. Und lasse alles weg, was nicht wirklich zu 100% zur eigentlichen Idee gehört. Wenn du Erfolg hast, kannst du dein Spiel immer noch erweitern, denn über Updates freuen sich die meisten Nutzer. Schritt 3: Erstelle dein Game Design Document. Eine Idee erscheint uns im Kopf immer perfekt und ausgearbeitet, aber das ist sie nicht. Schreibe also alles auf. Alles, was zu deinem Spiel gehört, schreibst du in das sogenannte Game Design Document. Dort definierst du so viel du kannst zu deinem Spiel. Was sind die Mechaniken? Gibt es Level? Wie sehen diese aus? Gibt es eine Geschichte, die du erzählen willst? Für welche Plattform soll dein Spiel sein? Und so weiter. Du kannst dir das Game Design Dokument als erste Blaupause vorstellen. Du setzt nur das um, was du dort reingeschrieben hast. Du wirst sehr schnell merken, dass du oft nicht weiter weißt und dir erstmal um einige Mechaniken oder Gegner Gedanken machen musst. Es ist auch normal, dass sich das Game Design Dokument ab und an ändert. Solltest du alles aufgeschrieben haben und dein Game Design Dokument ist unter 10 oder sogar unter 5 A4 Seiten lang, so bist du auf dem richtigen Weg, dir ein Projekt vorzunehmen, welches du auch gut umsetzen kannst. Schritt 4: Setze deine Idee um. An diesem Punkt geht es darum, deine Idee in die Tat umzusetzen. Das heißt, du wirst nur programmieren und zeichnen dürfen. Es kann gut sein, dass du an diesem Punkt Probleme bekommst. Zum Beispiel, wenn du gar nicht gut zeichnen kannst oder noch nie eine Zeile Code geschrieben hast. Sollte das der Fall sein, nutze dein Projekt, um dir genau diese Dinge anzueignen. Am Ende ist das Entwickeln von Spielen eine Kunst und die muss man eben lernen. Besonders beim Programmieren wirst du zunächst viel recherchieren müssen, denn es gibt eine große Auswahl an Möglichkeiten, wie du was umsetzen kannst. Am besten ist, du wendest dich in einem Forum für Spieleentwickler an erfahrene Entwickler. Achte dabei darauf, dass du nicht wie ein 12-jähriger Junge klingst, der gerade so in die nächste Klasse versetzt wurde. Dann wird man dir auch helfen. Du wirst am Anfang sehr, sehr viele Fragen haben und das ist normal.
Nach meinen Erfahrungen haben Anfänger die größten Probleme damit, dass sie bestimmte Zusammenhänge nicht kennen. Zum Beispiel, wie ein Spiel technisch aufgebaut ist oder was elementare Begrifflichkeiten wie Sprite, Assets, Entwicklungsumgebung oder Speichern unter bedeuten. Solltest du beim Zeichnen nicht so gut sein und deine Figuren und Bilder sehen irgendwie nicht so wie in deiner Vorstellung aus, so wirst du dir entweder einen Grafiker besorgen müssen oder schlicht üben, üben und sehr viel üben müssen. Welche Programme du zum Entwickeln benutzt, ist zum Großteil Geschmacksfrage. Für das Erstellen von Grafiken eignen sich unter anderem GIMP, Inkscape und natürlich Photoshop gut. Es gibt auch Software, die sich auf das Erstellen von Pixelgrafiken spezialisiert haben. Da wären zum Beispiel PixelEdit oder Aspirate eine gute Wahl. Beim Programmieren kommt es oft auf die Programmiersprache an. Mit Java wird gern NetBeans verwendet und mit C oder C++ Eclipse. Willst du eine App nur für Android entwickeln, bietet sich Android Studio an. Und falls es dich eher in die Richtung iOS zieht, wirst du Xcode nutzen müssen. Gerade im Bereich Sound und Grafiken kannst du auch auf Stücke zurückgreifen, die du entweder frei oder für kleines Geld im Internet finden kannst. Für Musik und Sounds finde ich audiojungle.net oder freesound.org sehr gut. Bei Grafiken kommt es eher auf das Individuelle an. Hier wirst du dann wahrscheinlich auf Auftragsarbeiten zurückgreifen müssen, wenn du selbst keine Grafiken erstellen möchtest oder kannst. Dafür bietet sich Fiverr oder auch 99designs an. Hier muss man aber darauf aufpassen, dass die Kosten nicht den zu erwartenden Gewinn weit übersteigen. Bei all den Teilaufgaben der Spieleentwicklung gilt, dass du mit deinen Aufgaben wachsen musst. Fange mit einfachen Dingen an und arbeite dich so nach und nach zu komplexeren Projekten vor. Schritt 5. Marketing. Wenn du dein Spiel fertig hast, musst du es zum Kunden bringen. Da wird dir glücklicherweise heutzutage sehr unter die Arme gegriffen. Für Android gibt es den Google Play Store, für iOS-Geräte den Apple App Store. Und wenn du ein Spiel für den normalen Computer entwickelt hast, dann sieh dich doch mal auf itch.io oder im Steam Greenlight um. Was nun folgt, ist Arbeit, die nicht direkt mit deinem Spiel zu tun hat. Du musst es dem Spieler schmackhaft machen. Tolle Beschreibungen und Screenshots gehören genauso dazu wie ein attraktiver Preis und ein gelungener Name für dein Spiel. Auch musst du dein Spiel bekannt machen. Woher sollen die Leute sonst wissen, dass dein Spiel existiert? Dafür eignet sich Twitter gut mit den hier eingeblendeten Hashtags. Auch in diesen Reddits kannst du dein Spiel ankündigen. Poste dein neues Spiel auch auf Facebook, damit deine Freunde es sehen. Es lohnt auch, schon während der Entwicklung kurze Eindrücke zu posten. So hat dein Spiel länger Zeit, bei den Leuten anzukommen und du kannst dir mit dem Erscheinen schon viele Spieler sichern, die bereits darauf warten. Was noch fehlt? Das Entwickeln von Apps und Spielen ist eine tolle, herausfordernde Tätigkeit, die dir nebenbei auch noch ein bisschen Taschengeld einbringen kann. Es kommt oft vor, dass eine App vielleicht nur 5 bis 10 Euro Umsatz im Monat generiert. Das ist völlig normal und auf ein Jahr hochgerechnet sind das immerhin 60 bis 120 Euro. Und das ist als passives Einkommen gar nicht so schlecht. Denn es muss ja auch nicht bei einer App bleiben. Je mehr qualitativ gute Apps du vorweisen kannst, desto höher ist natürlich auch dein Einkommen. Und wer weiß, vielleicht trifft deine Idee ja genau den Nerv der Zeit und aus 120 Euro wird schnell das 100 bis 1000-fache. Das ist selten, aber passiert. Ich hoffe, dir mit diesem Video geholfen zu haben, deine Idee für deine App oder dein Spiel in Angriff zu nehmen. Mein Name ist Tom vom Kanal Let's Game Dev und bei mir kannst du dir weitere Tipps holen oder mich bei meiner Reise zum eigenen Spiel begleiten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.